Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4. Ja, mit dem Start im Mailand. Und ein paar kleine Fehler habe ich in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Situationen gemacht. Ungünstigerweise ein paar Rekruten verheizt in Schweden, das hätte nicht sein müssen. Und jetzt haben wir auch noch ein Event, harmlose Nachlässigkeit. Venedig bekommt verträgliche Missachtung, lokaler Handelseinfluss plus 10, plus 10% Steuermodifikator oder Soldatenanzahl. 10 Handelseinfluss, was haben wir denn aktuell für einen Handelseinfluss hier? Die sind schon relativ hoch. Was haben wir hier eigentlich für einen Einfluss? Relativ wenig, ja? 73% Handelseinfluss werden nach vorne gezogen. Warum werden die nach vorne gezogen? Ach, nach vorne bedeutet... Mich dabei, hä? Egal, das können wir später mal angucken. Es geht um Venedig, um den Handelspunkt. Ich wäre eher für den Steuermodifikator, weil den Einfluss, der ist schon relativ hoch dort. So. Weiter geht's. Wir haben wieder ganz normal Stufe 3. Gucken wir uns mal die Events an. Ich muss mich gerade erst wieder einspielen. Ist jetzt wieder eine Woche Pause gewesen. Ich nehme jetzt in der Regel nur noch am Wochenende auf. Kostenlosen Anführer rekrutieren. Das könnten wir rein theoretisch mal machen. Und wir nehmen da unseren Monarchen. Genuas Meinung über Mailand hat sich um 20 geändert. Wir verlieren einen Merkantilismus. Wir können mal kurz gucken. Das ist, glaube ich, unter Handel der Merkantilismus. 16% gerade. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob 1 1% wäre. Wir stehen eigentlich relativ gut da mit unserem Merkantilismus. Von daher würde ich die diplomatische Macht sogar mal nehmen. So, die können uns natürlich trotzdem nicht leiden. Die können uns trotzdem nicht leiden. Doch, keine Möglichkeit, die da irgendwie zu holen. So, es wäre jetzt ganz praktisch, wenn Frankreich mal aus dem Krieg sich herausbegeben würde. Was für Modernisierung bauen wir eigentlich hier gerade? Wir bauen Baracken. Ich glaube, wir bauen überall gerade Baracken. Einfach um unsere Mannstärke ein bisschen hochzutreiben. So. 10 republikanische Traditionen verlieren. Nee, das möchte ich nicht. Wir verweigern die Rechte. Wir verlieren einen Stabilitätspunkt. Ich würde mir den aber ganz gerne wieder kaufen. Da wir relativ gut in der Zeit sind... Kostet die Hälfte unserer aktuellen Verwaltungspunkte. Ist also nicht so das große Drama. Schauen wir doch mal. Wir müssten dann auch mal gucken, dass wir demnächst ein paar andere Gebäude noch nachbauen. Zum Beispiel den Handelseinfluss ein bisschen erhöhen, gerade im Raum von Genua. Gucken wir uns mal kurz die Geschichte hier an. Wir übertragen doch, glaube ich, von hier oben oder so. Okay, der Befehlshaber ist gestorben. Algerien fordert Militärzugang. Können sie gerne haben. Den möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht rekrutieren. Kostet nämlich immer 50 militärische Macht. Und die brauchen wir im Endeffekt gerade gar nicht investieren. Da können wir dann unseren Anführer nehmen, da es hier nicht so tragisch ist, wenn wir den verlieren. Weil wir sowieso immer einen Rat haben und immer neu wählen. Wir haben den dann natürlich dementsprechend auch leider nicht allzu lange. Ist aber auch gar nicht so das Drama, weil ja wir momentan eher kurzfristige Kriege führen. Und dann größere Pausen haben. Und in den größeren Pausen ist es in der Regel so, dass der Befehlshaber ohnehin dann wahrscheinlich etwas altert. Wir verlieren 50 diplomatische Macht. Nicht so schön. Ich würde ganz gerne mit den Ottomanen irgendwie mal ein Bündnis kriegen. Aber uns fehlen einfach
Uns fehlen einfach 20 Rufpunkte. 5 Rufpunkte. 5, ne? Ihr wisst schon. 5 Punkte. Ich weiß auch nicht, wie ich denen das noch. Ah, mir hat 5 Prestige, na toll, schlechte Weinleser. Wie ich das hinbekomme, dass sie uns lieber mögen oder dass sie uns mögen. Ich glaube eigentlich, dass die uns ganz gut helfen könnten gegen Spanien. Spanien befindet sich gerade im Krieg mit Algerien. Die befinden sich nicht im Krieg. Eigentlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, aber naja, wir befinden uns gerade auch im Krieg gegen Schweden, von daher habe ich da gar nicht so das große Interesse gerade. So, wir können Militärtechnologie uns eine neue Idee erforschen. Machen wir erstmal nicht. Wir warten, bis wir die Technologie uns erforschen können. Kriegen wir nämlich neue Infanterie und höheres Nachschublimit. 2 Truppen können wir noch ausbilden. Schauen wir doch mal hier. Nur Soldaten. Hier haben wir ein paar Kanonen noch mit drin. Hier haben wir auch ein paar Kanonen noch mit drin. Ich würde sagen, wir holen uns hier noch 2 schwarze Reiter hinzu. Für diesen kleinen Pulk. So. Ja, Frankreich, ne? Da können wir eigentlich auch mal wieder unsere Beziehungen verbessern und die Beziehung etwas hochtreiben dadurch. Der Feind eines Feindes geht wohl leider nicht weiter hoch. Das heißt, wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen, wie wir die letzten Rufpunkte kriegen, dass sie vielleicht mit uns ein Bündnis eingehen. Ja, wobei, es tun sie wahrscheinlich nicht, weil wir mit Frankreich einfach schon Großmachtverbündeten haben. Und denen wahrscheinlich die Anzahl dann zu hoch ist. Mal kurz unser Land anschauen. Wir sind verbündet. Ah, wir sind auch. Ne, wir haben nur ein Bündnis mit Frankreich. Österreich ist Mitglied in einem Bündnis gegen Mailand. Mhm. Jo, Diplomat abberufen. Mailand wird nichts weiter unternehmen. Leider. Mit Savoy sind die halt auch verbündet, ne? Savoy hat nicht mehr viel, aber ich gar nichts mehr. Ein Land noch. So. Wie sieht es eigentlich im Heiligen Römischen Reich aus? Sind immer weniger drin. Eine neue Wahl. Wir nehmen einen bürokratischen Kandidaten. Ach, super. Unser Typ ist übrigens gestorben, also der Befehlshaber. Ich nehme jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal, wir rekrutieren uns einfach mal einen normalen Befehlshaber. Leider nicht so toll, aber irgendwie habe ich kein Glück mit den Befehlshabern, die wir gerade ziehen. Immer ein bisschen lästig. Das sind nicht immer so besonders tolle Werte, die sie jetzt haben. So, was ist mit euch eigentlich los? Ihr könnt gerne mal den Handel schützen. Und zwar von mir aus auch den von Genua. Haben wir hier eigentlich? Macht das Sinn, den Handel hier abzuschöpfen? Haben wir noch einen freien Händler eigentlich? Nee, ne? Wir haben 2 Händler. Wir haben einen in Venedig auf jeden Fall, um abzuschöpfen, und einen in Alexandria, um Handelseinfluss zu übertragen. Und zwar hier unten. Der überträgt aber lediglich 1,37 Handelseinfluss, weil wir natürlich. Wir haben hier 23,4. Wenn ich den abschöpfen würde, wäre das einfach, wäre das keine Summe. Wir haben hier 74,9. Also das wäre vielleicht sogar gar nicht mal so blöd, den Handel dort abzuschöpfen. Warum habe ich in Venedig eigentlich einen Händler zu stehen, der den abschöpft? Venedig gehört doch jetzt zu mir. Und das bedeutet, das ist mein Haupthandelshafen. Und da brauche ich noch gar nicht abschöpfen. Das Geld kriege ich doch so oder so, oder nicht? Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Also werde ich den von diesem Umschlagplatz angeben, sich für die Stadt Einkünfte in Höhe von 11,9
9-1. Und ich meine, weil das eben mein Haupthandelshafen ist, brauche ich dort keinen Händler zu haben. Und das möchte ich jetzt kurz mal nochmal beweisen oder nachgucken, ob das tatsächlich so ist. Wir haben aktuell eine Handelseinnahme von 11,91. Wenn ich jetzt den Handel hier abschöpfe, beispielsweise einfach mal ihn hier nehme, das wird sich dann nicht ändern, bin ich der Meinung. 11,91 war das. Ja, er ist jetzt drinne. Und da ändert sich halt nichts, 11,92. Also, stimmt das? Und meine Güte, warum mache ich das denn nicht? Rufen wir jetzt mal zurück. Von Alexandria kann ich das trotzdem übertragen. Was habe ich denn hier eigentlich? 20,3. Also wir schöpfen auf jeden Fall dann einfach mal hier den Handel ab. Ich glaube, das macht Sinn. So. Verwendet seinen Handelseinfluss um bla bla bla. Warum übertrage ich den aufwärts? Ich habe jetzt trotzdem höheren Handel. Bei Venedig, ja, eben. Also ich brauche da keinen Händler. Kann mir bitte das jemand mal in den Kommentaren bestätigen oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Weil ich meine, am Haupthandelshafen, das ist glaube ich mit dem einen DLC gekommen oder wurde so gepatcht. Ich weiß nicht mal, ob es seit Anfang an so ist. Aber ich meine, dadurch, dass das mein Haupthandelshafen ist, mein Hauptumschlagsplatz und ich eben Venedig halte, schöpfe ich den Handel hier automatisch ab und brauche hier keinen Händler. So, das ist im Endeffekt meine Vermutung. Und ich glaube eigentlich, dass sie richtig ist. Ich hoffe es zumindest. Aber machen wir mal weiter. Wir können die Kunstakademie erforschen. Das tun wir dann auch mal. Ermöglicht uns Kunstakademien eben. Ne? Deswegen erforschen wir sehr. Administrative Monarchie und administrative Republik. Wir sind aktuell in der Ambrosianischen Republik. Und ja, wir können sie auch gar nicht mehr ändern. Also da bleiben wir drin. Wir können jetzt nicht zur anderen Republik wechseln. Das ist hier nun mal so. Unser nationaler Schwerpunkt steht aktuell auf administrative Macht. Ich werde das mal umsondern auf militärische Macht, weil wir da jetzt ein bisschen mal forschen. Dann setzen wir da mal kurz ein bisschen was drauf. So. Und dann. Ey, wir sind nicht mehr im Krieg. Wir können mal gucken, wie das ausschaut. Frankreich wäre mit dabei. Ich werde jetzt erstmal abspeichern. So, diesmal sondieren wir die Lage aber besser. Wir haben jetzt nämlich, glaube ich zumindest, viel bessere Voraussetzungen. Spanien ist bereits im Krieg gegen Algerien, die Mamelucken und Jemen. Also hat viele Streitkräfte hier unten gebunden und kämpft eben hier fleißig. Hier sind, glaube ich, noch die Mamelucken irgendwo. Da sind die Mamelucken. Und Jemen müsste eigentlich auch dort unten irgendwo sein. Nee, das ist Fes. Portugal. Das sind die Regionen. Ja, ist Algerien. Sind ja im Krieg. Libyen, bla 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 bla. Die Ottomanen. Alter, die Mamelucken haben aber auch eine ganze Menge, ne? Muss man einfach mal so sagen. So, egal. Wir greifen jetzt an. Krieg erklären. Frankreich ist mit dabei. Und wir wählen Siena als Hauptpunkt. So, wir erklären denen den Krieg. Selbstverständlich hätte ich das eigentlich vorher machen müssen. Dieses hier nämlich. Da wir aber hier aktuell relativ wenig Konkurrenz haben, sage ich mal, ist das jetzt nicht so das Drama. Oh, wir haben doch Konkurrenz. Die habe ich übersehen. Eieiei. Oh Gott. Also, die müssen sich mal hier ein bisschen verbinden. Abberufen.
Da kommt auf jeden Fall schon mal Frankreich zu Hilfe. Ey, wo will der denn hin? Was ist mit ihm kaputt? Okay, dann haben wir den. Seine Streitmacht da auch gebunden und greifen sie an, aber den Kampf gucken wir uns nicht mal mehr zu Ende an. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle jetzt einen kurzen Break. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir dann auch unsere Infanterie auf jeden Fall modernisieren müssen. Bis dann, euer Rio. Ciao.